So, ich bin's wieder, Torben P. Und wir spielen wieder Minecraft. Und es scheint Nacht zu sein. Das heißt, wir gehen erstmal am besten ins Bett. So. Und gute Nacht. So, jetzt können wir erstmal gucken. So, wir sind letztes Mal gestorben. Wir können ja mal die Stelle suchen, vielleicht ist ja noch einiges da. Vorsicht. Achtung. Ja, da ist also alles doch da. Also, wir haben natürlich auch die Erde. Schön Erde. Das Erde ist das wichtigste Material, müsst ihr wissen. Guck mal, sogar eine Schaufel haben wir hier da. Und Leder. Ah ja, hier liegt auch noch was. Ah, ich bin erleichtert. Glücklicherweise ist doch alles da. Und so, das können wir jetzt gleich mal. Wo kommen die Zombies her? Bist du bescheuert? Wieso lebst du noch? Und wo ist mein Schwert eigentlich? So, der ist tot. Dann mache ich das mit der Schaufel. Nimm das, Zombie. Nimm das. Oh, eine Lederhose. Ja, das ist geil. Das ist cool. Aber mein Schwert fehlt mir noch. Wo ist mein Schwert? Schwert! Das ist ja auch egal. Schwert können wir uns zur Not neu machen. Haben wir noch Essen? Ja, wir haben noch Essen. Das ist hervorragend. Also, guter Start in die neue Folge. Das ist schon mal sehr schön. So, und da ist auch wieder voll. Da ist noch ein bisschen verrottetes Fleisch. Das kann man immer gut gebrauchen zum Essen. So. Ja, Knochen haben wir leider nicht bekommen, was wir eigentlich haben wollten. Das ist ein bisschen schade. Unser altes Huhn lebt hoffentlich noch. Ja, das lebt, natürlich lebt das noch. Und es sieht so aus, als hätte es endlich Heinrich Josef gegessen. Das ist auch sehr erfreulich. Und wir gehen jetzt erstmal ein bisschen auslernen in unserer Kiste. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht Ersatz für Heinrich Josef und einen Partner für Karl August finden. Das wäre natürlich gut, weil dann könnten wir die Hühnerstelle paaren. So. So, dann machen wir ein Best, das war ein Schwert. Und jetzt legen wir uns das erstmal hier zurecht. So, und so, und so, so. Und so. Und so. So. Und perfekt. So. Und. Wir brauchen Samen. Wir haben keinen Samen. Da müssen wir warten, bis das Getreide gewachsen ist, oder? Wir schlagen Gras kaputt. Das könnten wir machen. Super. Dann suchen wir jetzt wieder Hühner. Oh, da ist noch ein bisschen verrottetes Fleisch. Ja, das ist immer gut mit. Oh, das wäre richtig cool, wenn wir diese Folge noch. Okay, vergesst alles. Wir haben gerade einen Knochen gefunden. Jetzt geht's ab. Und das wird richtig cool. Das finde ich ja bestimmt auch cool. Bin ich mir fast sicher, dass ihr das cool finden werdet. Oh! Karl August ist endlich groß geworden. Cool. Das freut mich. So, was muss man beachten, um einen Riesenpilz zu züchten? Also zum einen erstmal muss man darauf achten, dass es dunkel genug ist. Weil im Hell, da wächst er einfach nicht. Deswegen brauchen wir ein schattiges Plätzchen für unseren Pilz. Und wir machen natürlich nicht Knochen, sondern Knochenmehl. Das ist ganz einfach. So, jetzt müssen wir einen Standort suchen. Seht ihr, das ist zu hell. Das ist, scheint alles zu hell zu sein. Also am besten wäre in so einem dunklen Bereich. Vielleicht können wir den im Wald hinstellen. Ich muss mal gucken, ich bin mir nicht sicher. Aber am besten wäre ja auch, wenn das nicht so weit weg wäre. Wäre ja schade sonst. So, vielleicht geht das hier.
Nein! Scheiße! Jetzt. Oh, das war schon das ganze Knochenmehl. Gut. Egal, dann wieder Augenmerk auf die Hühner. Und wieso habe ich immer so schnell Hunger? Das ist doch. Das geht doch. Mein Schwert! Oh, und ich habe mir schon Neues gemacht. Naja, wie dem auch sei. Wir gehen jetzt erstmal gucken, ob wir noch Hühner finden. So, hier sind Schafe und da bin ich ein bisschen runtergefallen. Aber jetzt fall ich hier wieder hoch, so. Wenn wir Weizen haben, können wir demnächst auch Kühe holen. Ist auch cool. Die sind nämlich da. Aber Hühner? Das ist immer schwer. So. Vielleicht hier drüben. Huhn! Huhn, wo bist du? Schwein brauchen wir jetzt noch nicht. Huhn! Hühner, da sind welche. Oder sogar mehrere. Kommt mal mit. Oh nein, habt ihr auch mitgemacht. Das ist aber nett. Mann, wir haben immer richtig viel Glück. Und es ist uns erst ein Huhn draufgegangen. Das ist eine richtig gute Quote, ist das. So, hier. Hier längs, bei dem Samen folgen. Wer möchte Samen in seinem Mund? Wer möchte Samen in sein Gesicht haben? Ja, wer möchte Samen in sein Gesicht haben? Da müsst ihr mir folgen. Na los, kommt. Kriegt ihr auch Samen in euer Gesicht. Da drüben, seht ihr das? Das ist mein Haus. Hühner, seht ihr das da? Da müssen wir hin. Am besten bevor es dunkel wird, weil sonst kommt jemand zurück. Das mag ich immer nicht. Das ist gefährlich. Deswegen beeilt euch mal jetzt ein bisschen. Mann, das. Ihr braucht einfach so lange. Bist du behindert? Komm doch jetzt. Ja, komm jetzt. Mann, komm doch her jetzt! Nein! Oh, komm jetzt, hier. Samen. Wir sind gleich da. Dumme Hühner. Ja, Hühner merkt ihr wahrscheinlich schon in den letzten Folgen. Sind ziemlich anstrengend. Deswegen kommt sie auch mittlerweile in allen Folgen immer vor, weil man muss sie auch hegen und pflegen. Wieso bist du so behindert? Hier. Mann! Komm doch jetzt! Oh! Mistvieh. Kommt jetzt. Wir sind doch gleich da. Dann lernt ihr Karl August kennen. Achtung, nicht runterfallen. Kein Bock, euch hochzubauen. Deine Hunde ist immer langsam, seht ihr das auch? Das geht so nicht. Komm jetzt. Komm daher jetzt! Hier rein. Los. Hier. Kommt. So. Leck mich. So, wer will jetzt Samen in sein Gesicht? Karl August auf jeden Fall. Und du kannst auch eine ordentliche Ladung Samen in dein Gesicht. Ja, lenkt es euch gegenseitig vom Gesicht ab, die Samen. Oh. Ja, jetzt haben wir Nachwuchs. Okay. So, das war richtig gut. Das ist recht erfolgreich, wenn ich das jetzt, können wir hier gucken, ist schon was gewachsen. Nee. Nee, ist noch nichts gewachsen. Okay. Und Essen haben wir jetzt auch nicht mehr viel. Dann essen wir halt das verrottete Fleisch. Okay. So. Und dann sind wir wieder schneller.
Okay, dann gehen wir mal hoch und gucken, was wir noch irgendwie was Besonderes haben hier so. Da denke ich mir jetzt für die Hühner nicht aus, dafür waren sie mir nicht leicht genug. Man muss ja auch ein bisschen Leistung zeigen, das haben sie eindeutig nicht gemacht und deswegen kriegen die auch keine Lahm. Ja, wir könnten jetzt hier natürlich noch schnell so eine Werkbank draufstellen. Nein, nein, da. So. Das ist cool. Aber sonst haben wir hier nichts Cooles, glaube ich. Das erste haben wir noch. Ja, das erste Problem müssen wir uns auch noch kümmern. Das ist... vielleicht müssen wir das Feld mehr beleuchten. So. Aber dennoch lief die Folge wieder gut, weil wir haben ja jetzt mit den Hühnern wieder voll zugeschlagen, sage ich mal. Ja, eigentlich müsste ich hier hin. Dumme Fackel. So, die Sonne geht unter, das heißt Monster. Das heißt vielleicht, dass wir nochmal versuchen, jetzt ein paar Skelette zu erwischen, so. Oder? Das ist so riskant. Aber wir machen noch ein bisschen Action in der Folge. Ich meine, Hühnerjagen ist schon anstrengend. Und auch sehr abenteuerreich, aber der Monster ist ja nochmal was anderes, ne? Oh, doch nein. Wo ist das hingeflogen? Hierhin? Auf jeden Fall kein Huhn. Ausgekommen. Das ist nicht so schlimm. Da! Seht ihr das? Das ist ein Zombie in Goldrüstung. Die sind ziemlich mächtig. Aber wir probieren das mal dran. Oh, sogar verzaubert das eine. Oder? Ne, doch nicht. Hab ich verguckt. Ah, es ist ein harter Kampf, aber ich habe gewonnen. Lass mich in Ruhe. Ich will den nicht, ich will ein scheiß Skelett, Mann! Hier, seht ihr das? Ist das ein Skelett? Ja, ich glaube, das ist ein Skelett. Ah, oh, verzauberter Bogen, Vorsicht. Das meine ich damit, Vorsicht. Da muss man sich erstmal stärken. Und damit Vollkaracho. Ah! Ah, scheiße. Scheiße, das... Ah, nein, hör auf, so schnell zu schießen. Nein! Scheiße, komm her jetzt! Ja, geil. Ah. Ganz schön anstrengend. Haben wir Knochen bekommen? Habt ihr das gesehen? Nee. Aber einen verzauberten Bogen mit Haltbarkeit. Eins. Okay, ich würde sagen, wir gehen zurück. Das war eine erfolgreiche Monsterjagd, aber wir haben keine Knochen, also... Ist ja auch egal. Wir haben jetzt mehr Hühner, insgesamt sogar vier jetzt. Ja, das heißt, es war wieder sehr erfolgreich hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich würde mich über eine... Was soll das? Bist du behindert? Ja, genau! Ich sterbe in den letzten Sekunden einfach noch. Ist okay. Ja, wie gesagt, scheiße, positive Bewertung. Tschüss.